Nun befinde ich mich hier auf der Kamelfarm im Allgäu. Diese Farm war ursprünglich eine Reiterei mit Pferden. Aber nachdem die Menschen hier den starken Charakter der Kamele kennen und lieben gelernt haben, wurde aus der Reiterei eine Kamelfarm. Viele Leute heutzutage wissen sehr wenig über Kamele. Deswegen haben es sich diese Leute hier zu ihrer Aufgabe gemacht, den Menschen die Möglichkeit zu geben, etwas von der Kultur und der Lebensweise dieser Tiere zu erfahren. Ich berichte heute etwas über die Überlebenstricks der Kamele. Deswegen wurde mir auch freundlicherweise gestattet, dass ich mir die Kamele hier auf der Kamelfarm im Allgäu ein bisschen genauer ansehen darf. Oft wird fälschlicherweise der Name Kamel nur für das zweihöckrige Trampeltier benutzt. Jedoch ist Kamel nur ein Überbegriff und zur Familie der Kamele gehören neben dem Trampeltier und dem Dromedar auch die Kleinkamelarten Lama, Alpaka, Vicuña und Guanaco. Ursprünglich haben die Vorfahren aller Kamelarten vor 40 bis 50 Millionen Jahren in Nordamerika gelebt. Mit der Zeit haben sich mehrere Seitenzweige entwickelt und schließlich, vor ungefähr 2,6 Millionen Jahren, sind die Vorfahren der Altweltkamele, also der Dromedare und der Trampeltiere, nach Asien gewandert und haben sich bis Nordafrika ausgebreitet. Die Vorfahren der Neuweltkamele, wie zum Beispiel des Lamas oder des Guanacos, sind nach Südamerika gewandert, haben sich dort ausgebreitet und ihre Nachfahren sind bis heute dort geblieben. Dieses Dromedar mit dem Namen Mleh kommt ursprünglich aus Dubai und wird mir heute helfen, meine Erklärungen etwas anschaulicher darzustellen. Die wohl außergewöhnlichste Eigenschaft eines Dromedars ist seine Anpassungsfähigkeit an die extremen Lebensbedingungen in heißen und trockenen Wüsten. Durch seine besonderen körperlichen Eigenschaften und ausgeklügelten Mechanismen ist das Dromedar perfekt an ein Leben in der Wüste angepasst. Angefangen bei der Nase. Die Nase besitzt zwei schlitzförmige Nüstern, die ein Muskel bei zum Beispiel einem Sandsturm schließen kann. Hinter der Nase befinden sich die Nasenschleimhäute, die den Wasserdampf der ausgeatmeten Luft absorbieren und zur Kühlung von Blut, Augen und Gehirn verwenden. So spart das Dromedar selbst beim Atmen Wasser. Die Oberlippe des Dromedars ist gespalten und behaart. So kann es dornige Zweige und Gräser geschickt vom Boden essen. Die Augen sind durch doppelte Lider mit langen Wimpern geschützt. So wird die Sicht des Kamels durch Staub oder Sand nicht beeinträchtigt. Zusätzlich haben Kamele einen starken Tränenfluss und so werden Fremdkörper sofort wieder herausgespült. Auch die dicken Haarbüschel in den Ohren verhindern das Eindringen von Sand und Staub. An den Knie, Ellbogen und am Brustbein besitzt das Kamel knorpelige und schildförmige Verdickungen. Das schont beim Liegen und Sitzen die Gelenke und die Bodenhitze kann zugleich von der Bauchhöhle ferngehalten werden. Auch über der Körperoberfläche verliert das Kamel viel weniger Feuchtigkeit als zum Beispiel wir Menschen. Wir Menschen haben immer die gleiche Körpertemperatur und fangen bei sehr warmer Luft schnell an zu schwitzen. Das Dromedar kann im Laufe eines sehr heißen Wüstentages seine Körpertemperatur bis auf 42 Grad ansteigen lassen, sodass es erst zu dem Zeitpunkt anfängt zu schwitzen. Durch diese Verzögerung des Schwitzens verliert das Kamel viel weniger Wasser als zum Beispiel wir Menschen, was in der Wüste überlebensnotwendig ist. In der Nacht senkt das Kamel seine Körpertemperatur auf bis zu 34 Grad herunter. Das dient zum einen zum Ausgleich der starken Temperaturschwankungen in der Wüste, zum anderen braucht das Kamel am nächsten Tag viel länger, um wieder die Temperatur zu erreichen, bei der es das Schwitzen anfängt. Ein durstiges Kamel kann innerhalb von 15 Minuten 200 Liter Wasser trinken. Durch diese schnelle Wasseraufnahme ist ein Kamel, das 120 Liter Wasser verloren hat, in der Lage, von innerhalb nur 2 Tagen sein ursprüngliches Gewicht von 400 Kilo wieder zu erreichen.
Sehr oft wird fälschlicherweise angenommen, dass in diesem Höcker Wasser gespeichert wird. Tatsache ist jedoch, dass der Höcker eines Kamels aus Fett besteht. Das Fett dient dem Kamel in Notzeiten einerseits als Energiereserve, andererseits entsteht durch chemische Prozesse beim Verbrennen des Fettes auch noch Wasser. Auch beim Urin spart das Kamel Wasser. Die speziell konstruierte Niere entzieht dem Urin so viel Wasser wie möglich und leitet das in den Organismus zurück. Der Urin ist deswegen stark konzentriert und so muss das Kamel nur ungefähr 1 Liter Urin am Tag ausscheiden. Beim Kot funktioniert dasselbe Prinzip. Spezialisierte Zellen im Enddarm entziehen dem Kot das Wasser und leiten es genauso wie beim Urin in den Organismus zurück. Die Füße sind platt und tellerförmig gespreizt. Das verhindert das Einsinken in den Sand. Außerdem dient eine dicke Hornschwelle als Sohle und schützt das Kamel so vor heißem Sand und scharfkantigen Steinen. Durch sein helles und reflektierendes Fell ist das Kamel ideal vor der Hitze der Sonneneinstrahlung geschützt. Kamele sind Passgänger. Durch ihren Passgang, bei dem jeweils ein Vorder- und Hinterbein der gleichen Seite bewegt werden, ist das Kamel ein sehr ausdauernder Läufer und kann bei Gefahr sogar eine Geschwindigkeit von 60 Kilometer die Stunde erreichen. Wie man also sehen kann, besitzt das Kamel unglaublich viele Techniken, Feuchtigkeit zu sparen und sich gegen die Hitze und Kälte der Wüste zu schützen.